Ich habe dir 2 Crepes kostenlos gegeben und war nicht zufrieden damit. Dann kannst du den Orbit schnappen und es auch behalten. Ich darf es behalten? Hey, was macht ihr auf unserer Eisbahn? Also jetzt geh runter von der Eisbahn, oder? Wir haben ein Problem. Ich möchte ein 1 gegen 1 gegen deine Freundin da machen. 1, 2, 3. Oh Mann. Und? Och Mann, heute ist wieder so ein langer Tag auf der Arbeit. Krebs verkaufen, ich meine, das ist schon meine Leidenschaft und das macht auch schon Spaß, aber es ist immer so nervig und anstrengend und vor allem ist es kalt. Es ist jetzt bei mir gerade warm, weil wir auch so einen kleinen Kamin haben und alles, aber es ist trotzdem irgendwo kalt. Hallo! Ja, hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Krebsverkauf. Mein Name ist Francis und was darf ich für Sie tun? Ich hätte gern ein Crepe, heißt es, ne? Ja, Krebs! Okay, ich hätte gern einen mit... Womit gibt es denn? Ja, es gibt ganz vieles. Es gibt Erdbeeren, es gibt dann noch Honig, den kann ich drüber machen. Es gibt Erdnussbutter, es gibt Ananas. Was möchten Sie haben? Ich möchte... Ich möchte vielleicht Erdbeere. Und ich kann Ihnen auch einen Hot Chocolate geben, wenn Sie wollen. Also ich kann Ihnen heiße Schokolade geben. Nein, danke schön. Ich hätte gern vielleicht, ja, mach mal mit Erdbeere und dann gucke ich mal, ob ich das haben möchte oder nicht. Ja, aber wenn ich Erdbeere drauf mache, dann müssen Sie das schon nehmen, weil dann wird es ja sonst in den Müll geworfen. Nee, ich möchte, hast du nicht irgendwie so Sachen zu probieren? Ja, klar, ich mache die dann einen fertig. Ja, mach dir, kannst du mir so ein kleines Ding machen? Ja, mach ich die fertig. Moment, so ein Crepe mit einer Erdbeere drauf. Genau. Und da haben wir schon deinen Crepe fertig. Warte mal, ich probiere mal. Ja, mach das. Irgendwie sieht es nicht so gut aus. Eigentlich möchte ich das nicht unbedingt haben. Kannst du irgendwie so ein neues Ding machen? Ja gut, womit darf es diesmal sein? Was hast du noch mal? Ich habe noch eine Glasur. Was für eine Glasur? Ja, ganz viel. Entweder Schokoglasur, ich habe Peanut Butter. Was genau ist da drin? Erdnussbutter. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich kann die Schokolade drauf machen. Alles, was du möchtest. Ja, Schokolade. Mach mal mit Schokolade. Okay, dann mach ich mal eins mit Schokolade. So, und dein Crepe ist fertig. Okay. Guten Hunger. Dankeschön. Ich probiere es mal. Es schmeckt mir nicht. Auch das schmeckt dir nicht? Ach, nein, Mann, das schmeckt mir auch nicht. Ja gut, Mann, weißt du was? Ja, es tut mir leid, mehr kann ich dir leider nicht anbieten. Ich möchte mit deinem Manager sprechen. Mit deinem Manager möchtest du sprechen? Ich möchte mit deinem Manager sprechen, das schmeckt mir nicht. Vielleicht hast du es mal nicht gesehen, aber das ist ein Krebsstand. Ich bin der Manager. Du bist nicht der Manager. Natürlich bin ich der Manager, das ist mein Krebsstand. Du bist nicht der... weißt du was? Ich gehe jetzt einfach nur weg und ich bezahle nicht dafür, weil du jetzt den Manager nicht holen möchtest. Und ich gehe jetzt mal nach Hause und esse dann in Ruhe mein Crepe. Weißt du Schokolade, was nicht schmeckt. Ja, weißt du was? Nimm dein Crepe und geh nach Hause. Ist alles okay. Kommen Kunden und die sind... Manche sind echt nett, aber manche sind auch wirklich... Och Mann, die gehen echt nicht. Wie gerade die von eben. Da bin ich schon so nett und mache ihr einen Crepe mit Erdbeeren und dann noch einen mit Schokolade und lass sie probieren und dann ist sie noch unzufrieden. Was soll das? Mann, Herbert, hast du das gerade mitbekommen? Ich hab ihr 2 Crepes kostenlos gegeben zum Probieren. Und sie war nicht zufrieden damit. Ach, Francis. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber du, mein Junge, mach dir nichts daraus. Morgen ist ein neuer Tag und morgen wird's besser. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Feierabend. Geh nach Hause, mach dir einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Okay, Herbert, vielleicht hast du recht. So, endlich bin ich zu Hause. Mann, war das ein anstrengender Tag. Ich schau mal, wo Mina ist. Hier ist sie nicht. Ich hab jetzt einfach diesen Crepe mitgenommen und hab mir gedacht, vielleicht freut sich Mina über den Erdbeer-Crepe. Mina? Mina, wo bist du? Im Badezimmer ist sie auch nicht. In ihrem Zimmer ist sie auch nicht. Wo könnte Mina sein? Ach, da bist du, Mina. Ach, sie schläft. Ja gut, was mache ich denn jetzt? Soll ich sie aufwecken? Ich meine, es ist schon spät. Eigentlich muss Mina auch langsam aufstehen. Mina?
Francis, hi. Ja, guten Morgen, Mina. Oder eher gesagt, guten Nachmittag. Mina, weißt du, wie spät wir schon haben? Guten Nachmittag. Mina, du hast wieder mal richtig verschlafen. Habe ich wieder verschlafen? Ja, aber gut. Ich meine, das ist ja ganz normal. Du bist ja noch Schülerin. Ja, warte mal. Ich bin noch total ja, ich merke es. Ja, ich brauche jetzt... Du bist doch voll verträumt. Ich brauche erstmal meine Cappy. Ja, hi. Hi, Francis. Mina, du glaubst gar nicht, was... Ach, erstmal hier hast du ein Erdbeerkrepp. Erdbeerkrepp? Ja, darf ich das haben? Ja, natürlich. Oh. Ich habe dir einen mitgebracht, weil ich hatte heute so eine Kundin, die war neu und die wollte Krebs probieren. Da habe ich ihr zwei Stück gemacht und sie war immer noch unzufrieden. Unzufrieden mit deinen Krebs? Also, das verstehe ich nicht wirklich. Deine Krebs sind einfach die besten. Ja, das weiß ich, aber sie war unzufrieden. Ich glaube einfach, sie hat keine Krebs gemocht. Ja, okay. Kann ich wirklich nicht verstehen, aber... Sag mal, was hast du den ganzen Tag gemacht? Hast du gelernt und dann bist du eingeschlafen wieder mal? Ja, quasi. Ich habe noch ein bisschen gezockt, aber sonst, aber sonst ja. Na, aber ist auch okay. So wirklich viel gelernt habe ich auch nicht viel, aber ich habe ja einfach nur so hier meine Bücher hingetan und einfach nur so getan, als ob ich wirklich was gelernt habe. Ach nee. ja. Das ist aber nicht so gut, das weißt du doch nicht. Ja, ich habe ein paar Seiten quasi durchgelesen, aber sonst ja. Ich geh mich mal einfach nur frisch machen. Na gut. So, ich würde sagen, aber jetzt erstmal raus aus meinen Arbeitsklamotten. Ich zieh mich erstmal um. Die Schlittschuhe habe ich auch noch an. Die mussten auch erstmal ausgezogen werden. So. Ja, super. Im Bademantel ist es doch gleich viel angenehmer. Mütze auch ab. Und so lebt es sich doch schon viel besser. Aber ich glaube, ich setze mich mal ein bisschen vor den Fernseher hin. Und ich glaube, ich schaue mal ein bisschen Fernseher. Oder weißt du was? Ich spiele eine Runde. Ich warte, bis Mina kommt, dann können wir vielleicht zusammen eine Runde spielen. Hi, Mina! Mina, weißt du was? Hast du Lust, vielleicht mit mir eine Runde zu spielen? Ja, aber du weißt doch schon, dass du irgendwie so noch... jetzt gerade kannst du ja eigentlich nicht spielen. Du musst einfach nur noch das Spiel halt anmachen. Ne? Ja, ich weiß, Mina. Ich habe auf dich gewartet. Ja, guck mal doch. So, CD rein. Und es geht los, Mina! Es geht los. Wir spielen den Schießsimulator. Ja, ich muss noch... Ja, warte mal, ich versuch's jetzt noch mal. Und Mina, du weißt, wo ich arbeite. Also ich bin, glaube ich, besser zu dem Ski. Ja, das kann sein, aber... Oh, ehrlich gesagt, ich habe wirklich Lust auf Schlittschuhfahren. Können wir nicht einfach nur zu dir zur Arbeit gehen? Und ja, du musst halt nicht arbeiten, aber einfach nur mal Schlittschuhfahren zusammen? Hm. Weißt du was? Das ist eine gute Idee. Komm, wir unternehmen was zusammen. Ja, okay, dann schön, dann mache ich mich mal fertig. Ja, ich zieh mich auch um. Ja, ich bin gleich da. Oh, aber erstmal was essen. Hoffentlich sieht das aus. Mina? Ja? Was machst du so lange wieder mal? Ich mach nix. Hab ich da den Kühlschrank gehört? Nein, hast du nicht? Nein, hat er so, nicht. Mina, los geht's! Ja, okay, dann... Auf der Arbeit habe ich Klamotten für dich. Oh, okay, das ist schön, weil ich habe gerade festgestellt, ich habe keine Winterklamotten und keine Schlittschuhe. Aber du hast ja da Schlittschuhe. Okay, ja, genau. Ja, dann los geht's. Mina, dort drüben bei Herbert, dort sind Klamotten. Dort kannst du einfach hingehen und dir die anziehen. Ja, okay, mach ich. Hier sind aber richtig viele Menschen, habe ich nicht erwartet. Hi! Ich bräuchte mal Wintersachen zum Anziehen. Ja, hallo, mein Name ist Herbert. Winterklamotten. Ja, suchen Sie sich was raus und dort können Sie ausleihen. Oh, okay, Sie kommen mir ziemlich bekannt vor. Waren Sie schon mal hier? Ja, ich war schon ein bisschen öfter hier. Also ich habe auf jeden Fall die Krebs von Francis gegessen. Ich bin die Mina. Ich wohne zusammen mit Francis in der WG. Ach, du bist die Mitbewohnerin von Francis. Ja, Sag mal, weißt du was? Dann kannst du den Outfit schnappen und es auch behalten. Ich darf es behalten? Du darfst es auch behalten. Echt jetzt? Und das Ganze kriegst du umsonst. Oh mein Gott, das ist... Selbstverständlich, du, Francis, bist ein sehr, so sehr guter... so nett. So, ich wünsche dir jetzt viel Spaß auf der Eisbahn. Dankeschön. So, warte mal, ich muss erstmal meine Mütze abziehen. Nee, aber eigentlich, ich brauche schon meine Mütze. Die ist so eine... Das ist meine Lieblingsmütze. So, viel Spaß, Kleine. Dankeschön. Francis. Ja, Mina. Oh. Hi. Wow. Ja, ich habe diesen... dieser alte Mann. Herbert heißt der. Ja, Herbert, genau, der war richtig nett zu mir. Oder? Der hat mir einfach nur mal die Klamotten einfach nur umsonst gegeben, weil ich gesagt habe, dass ich deine Mitbewohnerin bin. Ja, Herbert ist ein echt netter. Mit Herbert verstehe ich mich auch super. So, Mina, komm, wollen wir vielleicht mal die Jungs fragen, ob wir mitspielen dürfen?
Ja, klar, können wir machen. Entschuldigung. Hey, was läuft? Hey, wie geht's euch? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Was macht ihr auf unserer Eisbahn? Eigentlich, ich bin Mina und du musst nicht du so... Du bist Mina? Mann, mich interessiert nicht, wer du bist. Kannst du bitte runtergehen von unserer Eisbahn? Du hast mich gerade gefragt, wer ich bin. Ja, aber jetzt kannst du runtergehen. Ich dachte, vielleicht spielst du mit oder so, aber geh, kannst du bitte runtergehen von unserer Eisbahn? Nein, ich wollte doch eigentlich mitspielen. Also, ich kann's gar nicht mitspielen. Guck mal, wie du auf dem Eis stehst. Du rutschst ja schon fast aus. Was willst du denn hier? Ich bin hier zum Üben und ich meine, die Eisbahn gehört ja nicht dir. Ja, die Eisbahn gehört nicht mir, aber die gehört Herbert. Und mit Herbert verstehe ich mich ganz gut. Also jetzt geh runter von der Eisbahn, oder? Wir haben ein Problem. Ich verstehe mich auch ganz gut mit Herbert. Ich verstehe jetzt nicht, was du hast eigentlich. Mina, Leute, sag mal... Warum schreist du denn hier so rum? Wie läuft's denn mit den Jungs? Spielen wir jetzt mit denen in deinem Team oder wie ist das? Francis, der ist total überhaupt nicht nett. Der meint, der ist befreundet mit Herbert und ihm gehört diese Eisbahn, aber ich bin doch auch befreundet mit ihm, du auch. Weißt was, Mina, lass mich mal probieren, mit dem jungen Mann zu sprechen. Hallo, mein Name ist Francis. Sag mal, dürfen wir vielleicht mal mit euch mitspielen? Mann, was willst du denn jetzt? Wir haben schon gerade deiner Freundin gesagt, sie darf nicht mitspielen und du darfst bestimmt auch nicht mitspielen. Kannst du jetzt bitte weggehen? Ansonsten rufen wir hier den Besitzer. Das ist aber nicht so nett und ich muss dir eins sagen, den Besitzer kenne ich, glaube ich, ein bisschen besser als du. Das heißt, nimm dich bitte lieber etwas zurück, ansonsten haben wir gleich ein Problem. Weißt du was? Wir können das Ganze doch austragen in einem 1 gegen 1. Ja, gerne. Wenn du ein 1 gegen 1 gegen mich machen möchtest, dann können wir das gerne austragen. Nein, ich möchte nicht ein 1 gegen 1 gegen dich machen. Ich möchte ein 1 gegen 1 gegen deine Freundin da machen. Mina, gegen hast du wen? Mitgehört? Gegen mir möchtest du 1 gegen 1 machen? Ja, ganz genau. Gegen dich möchte ich ein 1 gegen 1 machen. Also sag mal, du traust bestimmt gar nicht, ne? Ich trau mich schon. Also, du bist so frech, ne? Ich kann auf jeden Fall... Ja, ich mach das. Ja gut, dann komm, let's go. Alle anderen bitte jetzt runter von der Eisbahn. Mina, du schaffst das schon. Glaub es mir. Du musst einfach nur an dich glauben. Du musst den Hockeyschläger richtig halten und danach schaffst du es schon. Ja, Francis, ich weiß schon. Ich schaff das schon. Ich bin sehr wahrscheinlich besser als du im Schlittschuhlaufen. So, dann geht's los. Ich würde sagen, du darfst auch anfangen. Wer mehr Tore schießt, der Erste, der verschießt, der hat verloren. Ja, ich schaff das schon und du bestimmt nicht. Okay, dann fang mal an. So, ich zeig... Na los, jetzt trau dich, komm, zeig mal. Ich zeig's dir. Und jetzt. Oh Mann. Ja, ich hab's geschafft, Punkt geschafft, so jetzt bin ich aber dran. Francis, ich hab's geschafft. Ja, Mina, ich hab's gesehen. Super, freut mich. Ja, jetzt bin ich dran. Jetzt gib mir mal den Schläger her. Dann geht's jetzt los. Guck mal, wie ich das mache. Guck mal. Und da hab ich den auch einen Punkt gemacht. 1:1. So, jetzt gibt's ein bisschen von weiter hinten. Okay, jetzt von weiter hinten. Jetzt gib mir jetzt den Schläger her. Ja, jetzt. Nimm ihn. Komm, hier, nimm ihn. Ach, ja, ich zeig dir von weiter hinten. Das schaff ich sowas von locker. Ja, los. So, na los, zeig's mir. Komm. Und 1, 2, 3. Du bist ja gar nicht so schlecht. Weißt du was, aber jetzt bin ich dran. Gib mir den Schläger und jetzt zeig ich dir, wie das geht. Ja, gerne. Guck mal, wie gut ich das eigentlich machen kann. So, und 3, 2, 1, los! Und der kommt. Oh nein, der kommt gar nicht an. Ach Mann, der war schlecht geschlagen von mir. Der kommt nicht mal richtig an. Yay! Ich habe gewonnen! Ja, weißt du was, komm hier, spiel. Hier hast du den Schläger. Spiel mit deinem Freund weiterhin Eishockey. Ich will hier gar nicht mehr sein. Ja. Er ist nicht mein Freund, er ist einfach nur ein Freund von mir. Ja, und mir egal, was auch immer. Wir sind nicht zusammen. Ja, was auch immer. Hier, viel Spaß. Ich bin mal weg. Tschüss. Oh mein Gott, Mina, du hast es ja super gemacht. Ach, danke, Francis. Oh, du hast uns beide den Platz erspielt. Weißt du was? Ich lasse das andere Tor jetzt hochfahren und dann können wir gegeneinander spielen. Ja, genau. Mach das. So, Mina, und jetzt spielen wir gegeneinander. Danke dir nochmal, Mina, dass du dich aufgeopfert hast und gegen den Typen angetreten bist. Super nett von dir. Ja, du kennst mich doch. Wenn es halt um Ungerechtigkeit geht, dann muss ich einfach nur was machen. Ja, das freut mich. Super von dir. Und 1, 2, 3 und los geht's. Wir spielen jetzt. Wow, cool.